Moin, moin Welt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was es gleich bei mir zu sehen gibt, dann bleibt doch einfach dran. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. So, und wenn du jetzt noch dran geblieben bist, dann wirst du sehen, was ich jetzt aus diesem kleinen, aber sehr feinen, mit Sicherheit, da bin ich mir also zu 100% sicher, obwohl ich noch nicht weiß, was drin ist. Ja, du wirst sehen, was hier drin ist, in diesem kleinen, feinen Paket, so wollte ich sagen. Und zwar kam das bei mir an von der lieben Sophie von Mrs. Muffin Make-up. Schaut unbedingt auf ihrem Kanal vorbei. Sie ist so eine liebe, sympathische Frau. Und ja, wir haben uns zu Weihnachten so ein kleines Mini-Weihnachts-Trash-Paket geschickt, weil wir ja doch das ein oder andere so bei uns rumliegen haben, was vielleicht nicht passte oder was man einfach nicht mehr benutzt oder was ein Fehlkauf war oder. Prinzip eben eines Trash-Paketes. Und wir haben gedacht, wir schicken uns außer der Reihe, also zu unserem anderen Trash-Paket, was wir ab und an alle paar Monate uns mal schicken, machen wir jetzt noch ein kleines zu Weihnachten. Ja, und jetzt bin ich nämlich schon ganz gespannt. Aufgeschnitten habe ich es schon mal, was die liebe Sophie mir geschickt hat. Und mich lacht an eine Karte zuoberst, die ich super, super süß finde und die definitiv wieder da hinten an meiner Wand landen wird. Schaut mal, wie süß die bitte ist. Ja, hinten steht natürlich noch was ganz, ganz Liebes drauf. Und ich soll mich gedrückt fühlen. Das tue ich. Tue es auch, meine Liebe. Ich grüße dich an dieser Stelle und sage schon mal ganz, ganz lieben Dank für dieses kleine, feine Päckchen. Ja, und dann legen wir doch einfach mal los. Also die Karte ist schon mal super nice. Und dann sehe ich hier etwas, was mich natürlich auch immer super glücklich macht. Und zwar von Kinder Country zwei solcher Riegel. Ich liebe sie. Ich liebe diese Riegel. Schoki, ne, wie ihr wisst, geht ja immer bei der Mieze. Ach, fantastisch. Dann sehe ich noch etwas, was ich super, super gerne benutze und was für mich auch durchaus kein Trash ist. Von Youty iPad Masken mit Kollagen, Hyaluron und Zauberstrauch. Beauty Boost. Die gehen ja wohl auch immer, ihr Lieben. Ne? Das sind jetzt hier diese goldenen von Youty. Und die rutschen auch nicht, ne? Das ist das Geile an den Dingern. Mit denen kann ich meinen ganzen Hausputz machen und sie rutschen mir nicht vom Gesicht, so wie die ein oder andere Augenmaske einer anderen Marke, die ich jetzt nicht nennen werde. So, jetzt habe ich hier was im schwarzen Papier eingewickeltes. Einmal das hier. Dann schauen wir noch mal, was das ist. Ah, Vitamin Glow, ein Primer. Okay. Primer benutze ich. So ein kleines Pröbchen sozusagen. Ne? Upsala. Also der wird auf jeden Fall Verwendung finden. Sieht, zeigen muss ich euch das ja auch irgendwie mal, ne? Sieht so aus. Hat einen leichten Duft. Ich glaube so ein bisschen, ja, so Zitrus. Pfirsich, sowas in der Art, kann das sein? Mango, irgendwie so, aber wirklich ganz, ganz leicht. Da freue ich mich drüber. Smashbox steht da noch drauf. Ja, haben wir mit Vitamin, das ist super. Vitamin Glow steht da ja auch. Fotofinish, na, da kann ja nichts mehr schief gehen. Also der, ja, der gefällt mir. Und dann haben wir hier von Essence einen Topcoat. Ja, den kann ich auch super gut gebrauchen und der wird ausprobiert, meine Liebe. So, dann machen wir mal hier weiter. Das nächste kleine schwarze Päckchen. Oh, wow. Ho, ho, ho.
da ich dieses Video ja direkt an Weihnachten hochladen werde und wenn ihr es dann natürlich auch aktuell an diesem Tag seht, ne, dann nochmal euch allen schöne Weihnachten und ich finde das mega, dass ihr mich sogar an Weihnachten guckt. So, ich habe hier eine wunderschöne Palette von Catrice, die ich auch noch nicht kenne. So sieht sie von außen aus. Und das sind die Farben. Super, super schön. Da werde ich euch jetzt auf jeden Fall was von swatchen. Ich liebe ja Catrice. Das geht immer. Eine Limited Edition ist das sogar. So, dann gehe ich doch mal in die beiden dunklen Töne, ne? Den in der Mitte und diesen hier. Peace. So. Ja, den einen sieht man gar nicht, ne? Also den dunklen sieht man gut. Diesen anderen gräulichen würde ich jetzt mal, hier ist es jetzt auch nicht gerade so hell. Ich hätte mir vielleicht mehr Licht anmachen sollen. Also auf dem Finger seht ihr den besser, ne? Diesen gräulichen, den sieht man wirklich kaum. Da bin ich gespannt, wie der auf dem Lid ist. Es ist also eher ein bisschen was Dezenteres, sagen wir es mal so. Aber ich werde diese Palette so oder so behalten. A, weil sie von Catrice ist und B, weil ich die Verpackung schon wieder total nice finde. So, von Sephora Vivid Earth hat die liebe Mia hier noch eine Face-Palette reingetan. Gesichtspuderpalette, ja. Da haben wir dann wahrscheinlich, Achso, Moment. Ich freue mich schon wieder nur für mich selbst, ne? Als wärt ihr gar nicht da. Das geht ja mal gar nicht. Dann hätte ich das ja auch allein auspacken können. Nein, ihr sollt natürlich auch sehen, oh Gott, was es ist. So sieht sie von außen aus. Von Sephora habe ich natürlich noch gar nichts. Ich bin ja ein Beauty-Anfänger sozusagen. Ja, und so sieht das gute Stück von innen aus. Wir haben also diese Töne, Highlighter und Blush, da haben wir das Wort. Nee, der Rest fällt mir gerade nicht ein, oh Gott. So, die werde ich euch alle mal einmal swatchen, in der Hoffnung, dass wir da mehr Erfolg haben. Bronzer, meine Güte, ey. Oh, das ist echt schlimm. So. 1, 2, 3, wow. Oha, 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 der Highlighter, ne? Jetzt habe ich da ein bisschen, ich bin von der Palette eben, deswegen war ich jetzt ein bisschen doller. Also hallo, der Highlighter, ich bitte dich, ich bitte euch. Ist das der Burner? Also das gefällt mir alles richtig, ne? Alle Töne. Auch der Blush gefällt mir, der Bronzer gefällt mir, also die Töne, die werden definitiv in meinem Gesicht landen, hundertprozentig. Und da das meine erste Sephora-Palette ist, werde ich sie so oder so behalten. Das ist für mich somit eine meiner ganz wenigen Schätze dann schon mal. Die Schatzsammlung beginnt damit sozusagen. So, und dann habe ich noch mal ein schwarzes kleines Päckchen. Und das soll Trash sein, ne? Hallo, wisst ihr Bescheid, was bei Sophie abgeht, ne? Wenn das für Sophie Trash ist, also deswegen schaut bitte bei ihr vorbei. Oh Gott, und jetzt habe ich hier noch sowas in der Hand. Okay, geh mal hier mit dem Papier. Du sitzt mir mitten auf dem Tisch. Sleek Make-up. Das sieht man jetzt mal gut, ne? Zur Abwechslung. Eine Eyeshadow-Palette, mit diesen tollen Farben. Eye Divine steht hier hinten noch drauf. Sleek Make-up, jawohl. Vintage Romance 141 nennt sich diese Palette. Du, geh mal ab jetzt. Kann
nicht wahr sein. Also es sind für mich, das ist für mich wirklich total Weihnachten gerade. So tolle Geschenke. Also für mich ist hier bis jetzt noch nichts Trash. Und davon möchte ich euch natürlich auch was swatchen. Und die werde ich natürlich auch definitiv behalten. Ich werde mal hier so ein, habe ich das gewischt? Ja. So einen Schimmerton hier nehmen auf jeden Fall. Dann gehe ich mal so in die bärigen Töne. Nehmen wir den noch und den ganz dunklen. Da ist ein bisschen Glitzer drin, ein bisschen, wow, wisst ihr Bescheid, ne? Ein bisschen, ach, sag mal schnell, matte Töne. Heute fehlen mir die Worte, wahrscheinlich, weil ich so schon wieder hier so hin und weg bin. Yeah, Bamsle, guckt euch das an. Die Schimmertöne, ne? Oh, wie die glitzern. Guckt mal, den hier bitte. Wie der so richtig schöne, feine Glitzerpartikel haben die drin. Und das andere ist mehr so ein Schimmer, ne? Also Glitzer und Schimmer. Das finde ich ja der Hammer. Also da werde ich... Oh Mann, auch diese Farbkombi gefällt mir gerade richtig gut. Also davon wird es ein Schminki geben, Leute. Das sage ich euch, so wie es ist. Da führt kein Weg dran vorbei. Also die, ja, bleibt bei mir, ne? Definitiv. Und ich muss... Naja, was heißt, ich muss dafür nichts reinlegen. Ich habe ihr natürlich auch ein Päckchen geschickt, ne? Ist ja klar. Ja, die gehen auch nicht mehr so leicht ab, deswegen... swatche ich euch gleich die anderen auf der anderen Hand, denn ich habe hier noch so ein Schätzchen. Du bist wahnsinnig. Und zwar Storm 578 nennt diese sich und upsala, da fällt noch so ein Schutzfolie raus. Da haben wir diese wundervollen Töne. Oh, das Blau, ne? Das Blau, da habe ich ja... Das Blau mit dem Rosé, da habe ich ja jetzt schon Bock drauf. Und dann noch Grüntöne, Braun. Alles das, was ich super gerne benutze. Also das... boah, geil. Die nehme ich jetzt natürlich auch einmal, weil die mich am meisten interessieren. Und dann nehme ich nochmal diesen hellen hier. Ja. Also braucht man gar nichts mehr zu sagen, ne? Da braucht man gar nichts mehr zu sagen, was hier abgeht an Weihnachten. Ich sag euch, ist das nicht geil? Also da werde ich so das ein oder andere Schminki mit euch zusammen machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt, ob ihr da auf Schminki Bock habt mit diesen Paletten hier. Das würde mich mal interessieren, sonst schminke ich mich einfach alleine, ne? Ohne euch. Ich will ja hier auch keinen langweilen mit irgendwelchen Schminkis. Also, meine liebe Sophie, ich sage dir, mein aller herzlichsten Dank. Das ist wirklich für mich eine, also weit ab von Trash natürlich. Ich bin ja auch echt eine kleine Beauty-Maus im Gegensatz zu deinem Repertoire, deinem Wissen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ne, schaltet gerne bei ihr rein. Vor allen Dingen auch, wenn euch interessiert, was ich ihr geschickt habe. Mein Trash sozusagen, wenn ihr mal wissen wollt, was wirklich jetzt Trash ist. Ne? Also dann, macht euch noch einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Mit euren Liebsten oder alleine, so wie es euch gut tut. Ne? Und seid gegrüßt und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Und nicht so viel essen, ne? Und auch nicht so viel trinken. Also so, dass es noch im Rahmen bleibt. Ach, macht, was ihr wollt. Ciao.